Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich empfehle, den Worten des Mopa zu folgen und zum Floriasee zu gehen. Was den Transport des Wassers angeht, vielleicht solltest du dich an den Wasserdrachen wenden. Mit dem Wasserbehälter, in dem er sich von seiner Verletzung erholt hat, sollte es möglich sein, das Wasser zu transportieren. Soll ich die frühe Information verarbeiten und das Gefäß als Ziel für die Aurasucher festlegen? Ja. Sehr wohl, Gebieter. Das Gefäß, in dem sich der Wasserdrache aufhielt, wurde als Ziel für die Aurasucher festgelegt. Was du nicht alles aufspüren kannst. Wie so ein kleiner Spürhund. Ist hier eine Statue? Oder komme ich von hier irgendwo zu der Statue? Was ist denn da unten eigentlich? Ist da irgendwas? Keine Ahnung. Egal, erstmal den Käfer holen. Nam nam nam. So, und jetzt beamen wir uns zum Floriasee. Die nächste Statue ist die, was wir gerade gefunden haben, da unten. Sonst müssten wir ja außerhalb rausgehen. Das wäre ja unpraktisch. So, und sprinten. Warte, und sprinten. Und fertig. Und schon sind wir da. Wolkenmeer. Ja. Wie geplant. So, jetzt müssen wir... Wo ist denn der Floriasee? Der dürfte im grünen Gebiet sein, oder? Normalerweise schon. Ja, im grünen Gebiet war der Wasserdrache. Das heißt, wir nehmen uns erstmal den Turbo hier. Und versuchen, den zumindest zu treffen. Ai! Ah, was nicht so leicht ist, wie es aussieht. So. Und schon sind wir fast da. Ein Sturzflug noch. Wir Tempo aufnehmen. Und schon sind wir fast da. Komm, 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 komm. Abspringen, meine Freunde. Abspringen. Wir sind am Ziel angelangt. Bewege zu der Vogel... Ja, ah, wieso lese ich das jedes Mal vor? Floriasee. Jawohl. So, wo muss ich hin? Darüber. Mal kurz. Da oben. Ach, da. Sollte gleich mal in der Nähe sein. Gerade darunter. Bisschen Luft sammeln zwischendurch. Da war doch irgendwie die Schraube, oder? Ja, genau. Genau, da war ja was. Aber mal, das muss ich jetzt genau so machen. Ah, jedes Mal lustig. Die Schraube hat was. Ein hohen Wasser, ein hohen Luftverbrauch natürlich auch. So. Schon sind wir da. Und da steht sogar der Behälter noch. Der Wasserdrache auch in der Nähe. Ach, da. Oh Gott, das ist er ja. Ich dachte, das wäre der Behälter. Sieh an, das Menschenkind. Hast du gelernt, die Kraft deines Schwertes zu nutzen? Wie, du möchtest dir meinen Wasserbehälter ausleihen? Nun gut. Meine Kraft ist zurück. Ich werde ihn wohl so schnell nicht wieder benötigen. Mach damit, was du willst. Soll ich den jetzt einstecken, oder was? Soll ich den Roboter rufen, um den Wasserbehälter zu transportieren? Den kann ich nicht leiden. Ja, bitte. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde nun nach ihm rufen. Unser kleiner Fanboy. Verehrte Fei, ich bin so schnell gekommen, wie ich nur konnte. Oh, das ist aber groß. Aber kein Problem für mich. Hey, grüner Wicht, sieh zu und lerne. Füll ihn zuerst mit Wasser auf, bitte. Ich warte damit dann wie immer am Himmel.
Tu, was du nicht lassen kannst. Weder ist jetzt kein Wasser drin. Gebieter, lass uns ins Wolkenmeer zurückkehren und von dort zum Vulkan fliegen. Gibt es irgendwo eine Statue in der Nähe? Warte mal, da drüben ist auch eine Statue. Gehe ich zu der? Nein! Bring den Wasserbehälter zurück, wenn es dir beliebt. Du weißt, ich brauche ihn eigentlich nicht mehr. Das wollte ich nicht. Will eigentlich jedes Mal nur sprinten, da kommt irgendwas. Mal, wo geht's denn da hin? Das war oben rum, oder? Ja. Komm, hoch. Nichts mehr tauchen. Wir müssen an der Oberfläche weiter. So, da sollte jetzt eigentlich eine Statue stehen. Ja, wäre die einfachere Statue gewesen, aber egal. Kann man ja vorher nicht wissen. Wusch! In neue Höhen gestiegen. Über den Wolken. Muss der Vogel schnell mich abholen. Ach, da fliegt er ja hinterher. Der kleine Mann. Wir müssen zu dem roten, großen Strahl. Falls du dich fragst, wohin. Ich hoffe, du kannst Schritt halten. Wir sind immer flott unterwegs. Vor allem jetzt mit dem Turbo. Kannst du den auch nutzen? So, und Turbo aktiviert. Jetzt hat er keine Chance. Und abspringen. Oh, das ist der Eingang zum Vulkan. Bin bestimmt schneller am Ziel als du, schleichender grüner Wicht. Oh oh. Wer macht jetzt irgendwas Falsches? Wehe. Tu nichts Unüberlegtes. Haha, ich wär erster. Wie? Hier ist es gut? Ja, hatte schon fast keine Kraft mehr. Was? Auf den Gipfel? Sag das doch gleich. Jetzt muss ich mit dem schweren Ding noch einmal losfliegen. Nein. 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 Hier ist alles voller Monster. Nicht, dass ich etwa vor Monstern Angst hätte, aber im Augenblick trage ich ja noch diesen schweren Behälter. Auf geht's, grüner Wicht. Jetzt zeige ich dir mal, was ein echter Transportroboter ist. Pass auf mich auf, ja? Ich folge dir unauffällig. Und pass bloß auf, dass mir keines dieser Ungeheuer zu nahe kommt. Wo kann ich jetzt... Oh, toll, jetzt kann ich den eskortieren. Ah, so ein nerviger kleiner Wicht. Alles muss man selbst machen. Lass den in Ruhe. Ein Schlag. Kommst du? Ich würde mir nicht zu viel Zeit lassen. Hier sind ganz viele böse Monster. Nein! Was hast du denn für Probleme? Ich werde angegriffen. Nicht du. Muss erstmal meinen Bernstein-Halbmond finden. Ah, jetzt geht's mir wieder viel besser. Jetzt, wo ich meinen Mond wieder habe. Bogen. Bogen, 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 Bogen. Ach, da laufe ich rauf. Na toll. Schnell darüber. Ist erledigt. Kannst du mal bitte nicht immer mein Ziel blockieren? Und schauen wir, wer besser Bogen schießt. Ah, ich. Wer hätte es gedacht? Nein. Boah. Wollt mir entgegen. So. Ist hier noch irgendwer? Außer unserem kleinen... Oh, boah. Boah. Der hat mich jetzt ein bisschen geschockt. Na, schade. Hätte er klappen können. Nein. Du stoßt mich nicht runter. Nein. Nein. Nein, nein. Komm, rüber, 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 rüber. Hoch, hoch, hoch. Mach das Schild kaputt.
Nein! Ist ja schön, dass du einen Alarm schlägst hier. Aber ich gegen den Gegner kämpfen muss. Ah, jetzt ist wenigstens der Schild weg. Jetzt passt doch einfach auf und flieg nicht zu nah ran. Dann wird's ja auch nicht so schlechter gehen. Auf geht's, Grünerwicht. Ja, klar. Wollte eigentlich nur da hoch. Wenn du mich nicht dauernd stören würdest, wär ich schon längst oben. Wenn du einfach hoch genug fliegen würdest, hättest du auch kein Problem. Idiot. Zwei Herzen. Ist auch nicht schlecht. Jetzt kann ich den ganzen Weg mit dem nochmal hochlaufen. Nur weil der zu faul ist. Ist ja unerhört. Nein. Böser Schleim. So, da oben. Sind wir der Gegner. Das war klar. Ja, ich schalte sie ja schon aus. Bleib doch mal ganz ruhig. So, die da oben. Oh je, die schießen schon. Ich glaube, das schaffe ich jetzt gerade nicht. Lass dich doch nicht alleine. Nein. Bin doch eh hier. Weiß gar nichts, was du hast. Wir sind doch eh schon fast oben. Du nervst langsam. Brauch dir langsam wieder ein paar Pfeile. Verdammt. Mir geht die Munition aus. Ach. Wenn man vom Teufel spricht. Da liegen ja 10. Okay, wir sind schon mal da oben angekommen. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch durch die Hitze durch, dann sind wir eh schon da. Kannst du wahrscheinlich auch nicht vorbeifliegen, oder? Ich muss Rauch erledigen. Fangstoß! Ah toll, da steht wieder so ein Dicker, ich hasse es. Wie der jedes Mal Alarm schlägt, obwohl ihm gar nichts passiert. So ein Simulant. Kann ich den mit dem Pfeil treffen? Mal probieren. Gibt das irgendwas? Die Frage ist, wie viele Pfeile der einsteckt. Oh je. Yeah. Ah, wie ist das? Wie war das? Nein! Ah, verdammt. Hab den nicht aktiviert. Analysiert. So. Wie komme ich über den drüber? Dies ist der Moblin mit Eisenschild. Dieser selten anzutreffende Gigant nutzt einen riesigen Eisenschild, um sich vor Angriffen zu schützen. Das Schild ist unzerstörbar, doch es scheint möglich, ihn als Trittbrett einzusetzen, um über den Moblin zu springen. Du hast diesen... Ja. Ja. Wollte nur das wissen. Muss drüber laufen. Komm. Direkt erledigen. Oh, schade. Nein. Nein. Komm. Ich bin ein Gegner. Nein. So ein Vollidiot. Hoffentlich hat er den Schaden noch behalten. Oh, kannst du mal aufhören hier zu simulieren. Und kannst du mal aufhören, daneben zu springen? Vollidiot. Wie gehen hier die Herzen aus? Warte mal, das ist ein guter Zeitpunkt für meinen kleinen Wundertrank. Komm, komm. Ja, erledigt. Pass auf, dass er nicht auf dich drauf fällt. So, jetzt hat es sich gelohnt.